Morgen bei The Amazon Tour. Wir sind immer noch an dem See, Vettern See, ein Ausläufer davon, wo wir gestern schon standen, gestern Abend. Ja, wie ihr seht, machen wir hier schön Frühstück. Kaffee ist immer dabei, kann man eigentlich nicht meckern. Morgen. Dass das immer funktioniert, morgen. Morgen. Die Kids haben auch alles ausgerüstet und es gibt richtig lecker Frühstück. So, und gleich geht's weiter und dann berichten wir euch weiter. Die Ems. On Tour. Ihr seid dabei. Ciao. So, jetzt melde ich mich mal. Scheiß Schweden. Ich will nicht wieder gehen. Also es gestaltet sich auch in Schweden etwas schwieriger. Nein, ich nehme alles zurück. Das war natürlich Spaß. Wenn man mal auf einen Campingplatz will. Wir müssten nämlich eigentlich mal waschen. Und es ist halt einfach mitten voll in der Saison. Die ganzen Schweden haben frei. Wenn du mit deinem Handy was machst, geht das Ding aus. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss eben das Navi wieder neu einstellen. So, wieder da. Und jetzt gucken wir mal auf diesem Campingplatz hier. Also zwei waren jetzt schon voll für heute. Es ist allerdings auch Donnerstag. Es ist natürlich kurz vorm Wochenende. Wir wollen auch nur eine Nacht und waschen. Aber es ist recht schwierig gerade. Nervt mich sehr. Oh man, wir sind sehr verwöhnt. Aber ja. In den letzten Tagen mit den Campingplätzen. Das Blöde ist, wir würden ja überall wieder freistehen. Leider hat unser kleiner Sohn mal wieder volle Arbeit geleistet. Was sind die Schattenseiten des Campings? Ja? Wir haben ja Kinder dabei. Aber gut. Wir sind es gewöhnt und auch von früher mit dem Wohnwagen war es genauso. Alle drei Tage musste man zu einer Waschstation. Und komm, das ist echt schon besser geworden. Aber es ist halt auch alles aufregend hier und so. Ich verstehe das auch. Es wäre auch schön für die Kinder einfach jetzt mal vielleicht mit einem Spielplatz, einen Spielplatz mal wieder zu haben. Deswegen wäre schon so ein Campingplatz jetzt gar nicht so übel. Gerade ja, der war richtig, auch Bock machen, gerade ja. Der war richtig geil, der hätte richtig mit Freibad auch gehabt, dass man, na klar, See auch toll, keine Frage, aber mal so in den Pool springen wäre auch mal wieder cool. Ja, wir gucken mal. Ich habe wenig Hoffnung. Brauchen wir nicht. Jetzt stehen wir hier erstmal, weil der Zug kommt. Und drehen gleich eh wieder die ganze. Guck mal, da kommen auch schon wieder Camper zurück. Mir ist schlecht. Ich bin müde. Oh, ich habe keine Lust mehr. Wir gucken mal. Wir haben erst 10 vor 2. Beruhig dich. Wir haben noch ganz viel Zeit, noch ganz viele Campingplätze abzufahren, die uns alle das Gleiche sagen. Den Tag verfahren. Ich fahre jetzt noch 2 Campingplätze. Ich fahre jetzt noch 2 Campingplätze an und dann können die mich machen. Genau. Wir werden sehen. So, was lange währt, wird endlich gut. Wir haben dann doch einen wunderschönen Platz gefunden. Ich bin schon ganz weit drin. Da sitzt der Papa. Und ich bin schon ganz weit drin. Warum hast du Schlappen an? Ich möchte auch einen Schlappen anziehen. Ja, dann hol dir deine Schlappen. Auf einem Stellplatz gelandet in Askervik. Das ist ungefähr nordöstlich am Fehnernsee. Nordöstlich, ne? Oder mittel. Also oberhalb von Mariestad oder Mariestad. Ein sehr schöner Platz, wie ich finde. Wir haben leider nur noch einen Stellplatz ergattert, weil der Campingplatz war voll. Aber auch hier ist es perfekt. Wir haben einen eigenen Bereich hier mit Schotterpiste, 150 Kronen kostet uns der Spaß. Hier kann man mal sehen, schöner Ausblick. Hier gibt es ein schönes Restaurant mit so einer kleinen Lounge.
Da hinten ist der Campingplatz zu sehen. Wir können alle Annehmlichkeiten nutzen. Haben eine Karte bekommen, wo wir dann auch duschen können und ja, alle anderen Sachen nutzen. Versorgung, Entsorgung geht auf jeden Fall. Und ja, wir sitzen jetzt hier schön in der Sonne. Gleich wird hier gegrillt. Der Grill ist schon aufgebaut. Und ja, so lassen wir den Abend dann ausklingen. Tanja ist im Häkelmodus. Ich versuche es, ich weiß für den Anfang nicht. Ich kann eine feste Masche machen, aber ich weiß nicht, wie die erste Schlaufe geht. Ich versuche es gerade herauszufinden. Sie weiß nicht, wie die erste Schlaufe geht. Das ist immer so. Die erste Schlaufe ist das Schwierigste. Ist auch. Das zieht sich durchs gesamte Leben. Ja, da gibt es immer so ein bestimmtes Ding, aber so, so. Sollen wir mal häkeln lernen? Warte mal. So, so. Und dann muss ich dadurch die holen und dann eine Schlaufe ziehen. Yay! Hihihi, geschafft! Häkelkurs für Anfänger bei der Ampton Tour. Auch das kriegt ihr zu sehen, ja? Ist das nicht geil? Ja? Nicht nur Campingvideos, sondern auch Häkelvideos. Alles in einem bei der Ampton Tour. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst ein Abo da, drückt die Klingel und einen Daumen hoch wäre auch cool. Vielleicht habt ihr auch einen Kommentar für uns. Den nehmen wir auch gerne entgegen und wenn ihr den habt, beantworten wir den auch gerne. Also, Schwedentour, die Ampton-Tour. Peace out. Die Angel, da ist kein Blinker mehr dran. Der erste Versuch endete damit, dass ich direkt einen Hänger hatte und ja, krieg den einfach nicht mehr raus. Der hängt jetzt so fest da unten in den Steinen drin. Mein Equipment habe ich natürlich nicht mitgenommen, weil ich jetzt direkt vorne am Camper bin. Naja, ich muss mich richtig drauf vorbereiten, das war nix. So, so sieht es hier heute Morgen aus. Wunderschöne Landschaft, also mehr oder weniger See, mehr sieht man fast nicht. Da hinten irgendwo steht unser Camper. Da so. Ja, und da fahren schon welche mit dem Bötchen raus hier hinten. Ja, Angelversuch Nummer 1 gescheitert. Bleibt dran, wir werden das schon hinkriegen. Ich werde mir noch ein paar Videos reinziehen. Und werde mich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Ich war vielleicht ein bisschen zu voreilig, ich habe mir zu wenig Zeit genommen. Alles klar. Ein Blinker weniger, kleiner Verlust, egal, was soll's. Übung macht den Meister, habe ich mal gelernt, irgendwann in meinem Leben. Und ja, so war es ja auch immer. Also irgendwann werde ich auch mal die Route wieder einholen, ohne dass irgendwas hängt. Also, bis später. Nach meinem Angelversuch, den ihr bestimmt schon gesehen habt, der leider ein bisschen gescheitert ist, haben wir uns jetzt doch noch entschlossen, nicht weiterzufahren, sondern noch eine Nacht zu bleiben. Hier an einem schönen Platz in Askewik. Ja, es ist einfach traumhaft hier. Wetter ist super. Warum sollen wir jetzt woanders hinfahren? Ist einfach toll. Wir haben gestern nämlich festgestellt, wir bleiben doch noch einen Tag länger. Wir hatten ja die Fähre nach Grenaa erst am Donnerstag gebucht. Nicht am Mittwoch und ist uns gestern dann aufgefallen, gestern Abend, sodass wir dann eigentlich Tag gewonnen haben. Und den verbringen wir jetzt einfach nochmal hier. Ist ja gerade so schön. So, und allerdings müssen wir gleich umziehen. Wir haben hier den Platz AH9 direkt vorne an. Und wir müssen zwei Plätze weiterziehen auf AH11. Aber das ist ja
jetzt kein Problem, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten fühlen wir uns immer noch sehr wohl in Schweden. Jetzt nach fast 2 Wochen kann man sagen, ist echt ein tolles Land. Hier kann man viel erleben. Hier kann man einfach auch viel die Seele baumeln lassen. Aber das Fazit kriegt ihr dann nachher noch. Da kriegt ihr noch eine Zusammenfassung von mir und Tanja. Und auch von den Kids. Wichtig ja für die Familien, um zu wissen, lohnt sich das, nach Schweden zu fahren? Wie auch immer, mit dem Auto, mit dem Camper, mit dem Zelt. Wir können natürlich nur fürs Wohnmobil sprechen, aber insgesamt tut sich ja alles, was Camping angeht, nicht viel. Ja, wir werden heute den Tag gemütlich verbringen. Wir müssen noch die Wäsche zu Ende waschen. Leider per Hand, weil die Waschmaschinen leider ausgebucht sind für die nächsten 2 Tage, die sie hier haben. Ich glaube, die haben nur 2. Da muss man nämlich vorbuchen und haben gestern gefragt, die waren leider schon ausgebucht. Also wird das Notwendigste per Hand gewaschen. Ja, und dann verbringen wir den Tag heute weiter. Ich wünsche euch was. Ich will nicht einfach da draufsitzen. Nein, vielleicht ist auch noch dabei. Und weil ja. Du gelandet jetzt ist. Die Kinder spielen Hockey gegen den Papa. Oder der Papa haut den Ball in die Brennnesseln. Kinder sind ein Segen. Für die, die keine haben. Ihr wisst Bescheid. Wir haben gerade unsere Kinder weggeschickt, weil die sind so nervig, dass wir sie aktuell nicht ertragen. Und jetzt spielen wir eine Runde Kniffel. Natürlich rollt der erste Würfel auf den Teller und schon kommt das erste Kind an. Kniffel spielen. Ja, gibt's aber jetzt nicht. Nein, warum kniffelt ihr alleine? Hat er gesagt. Warum kniffelt ihr alleine? Weil wir es können. So, das ist die Antwort. Genau. So und nicht anders. Mehr habe ich nicht zu sagen. Mehr wollte man euch auch eigentlich gar nicht erzählen. Tschüss. Schauen wir, ne? Da stehen unsere Fahrräder. Da liegen Sachen von Erik. Wir haben uns sehr weit ausgebreitet. Steht ein Wäscheständer. Also wir nutzen die Fläche hier gut aus. Unsere Powerstation lädt immer noch auf. Wir sind jetzt bei 94%. Die hat jetzt in den letzten Stunden ein bisschen geschwächelt. Also bis 90% ging ganz gut. Das war so in 2 Stunden erledigt. Aber jetzt so die letzten Prozent, die wieder quälte sich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man da zwischendurch mal auffüllen muss, ob das jetzt vorgegeben wird. Vom Hersteller müssen wir mal lesen. Ansonsten gucken wir mal. Ja, Erik. Lass Papa noch mal werfen. Mannequin. Geht sie wieder hoch? Kann ich jetzt mal runter?